Herr Dr. Schnurrl, momentan ist noch die sogenannte Schöpfungszeit vom 1. September bis zum 4. Oktober. Und Papst Franziskus hat dazu auch eine Botschaft verfasst, eine sehr kritische, wo er schreibt, die Menschheit hat Gier nach Besitz, sie hat Egoismus und Eigennutz. Wir sollten aber vielmehr Hüter der Schöpfung sein. Wie sehen Sie dieses Thema? Als katholischer Theologe muss ich natürlich Ja sagen dazu, selbstverständlich. Und ich bin da auch aus vollem Herzen hinter dem Papst. Aber man muss auch wissen, er ist vom Typ her eher ein prophetischer Mensch, der natürlich auch zugespitzt formuliert. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn jetzt vom Klima die Rede ist, wir verdanken das der Greta Thunberg, aber ich möchte aufmerksam machen, dass dieser Papst vor 4 Jahren eine Enzyklika herausgebracht hat, Laudato Si, das sind die Anfangsworte des Sonnengesangs des heiligen Franz von Assisi, morgen der 4. Oktober, allen Franzen, die hier anwesend sind, alles Gute zum Namenstag, ist der Schlusspunkt dieser Schöpfungszeit. Der 1. Oktober, der 1. September als Anfang ist angeregt worden vom Patriarchen Bartholomäus von Konstantinopel, zwar schon vor einigen Jahren, weil in der Ostkirche mit dem 1. September das Kirchenjahr beginnt. Also in diesem Zeitraum sollten wir uns auf die Schöpfung besinnen. Und das ist das Anliegen, das der Papst eben auch seit Jahren es auch predigt. Er hat das Gefühl, die Leute sind vor lauter Egoismus, Gier, er spricht von der Gier, nicht mehr sich dessen bewusst, dass die Schöpfung eigentlich ein Geschenk ist. Und er fordert eben auf, dass wir doch eine ökologische Umkehr vollziehen, zu der wesentlich dazugehört, dass wir auch dankbar sind für das, was wir haben. Sie haben am Anfang eine Reihe von Gegensätzen gezeigt. Manches ist wirklich gegensätzlich, aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Es ist viel, viel wichtiger zu entdecken, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und dann werden wir entdecken, dass die Dinge untereinander sehr zusammenhängen. Auch das hat dieser Papst mehrere Male gesagt. Alle Dinge hängen irgendwie zusammen. Und der Kreuzungspunkt, ich habe geschaut, wo ich unter Umständen verortet werden könnte. Es ist ganz klein, ein Kreuz lag drin, nicht das Raiffeisenkreuz, sondern okay, ist ja ein Ursymbol, nicht wahr? Der Kreuzungspunkt ist im Grunde genommen der Mensch. Und dazu fordert eben der Papst auch auf, und ich möchte das also auch unterstreichen, es kommt darauf an, dass wir Menschen wiederum auch bereit werden, in unserem Lebensstil uns etwas zu verändern. Wir müssen entdecken, dass wir Verantwortung haben für die Schöpfung. Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, diese drei Worte aus dem Bereich der Ökumene, hängen wesenhaft zusammen. Das eine darf nicht gegen das andere ausgespielt werden, aber es hängt davon ab, dass Menschen das akzeptieren. Und diese Aufgabe hat der Papst eben auch in dieser Enzyklika Laudato Si genannt. Vieles, was wir beobachten im Moment an Klimawandel und so weiter, ist auch vom Menschen, nicht nur, aber auch vom Menschen verursacht. Und es braucht ein Umdenken bei den Menschen. Und ich komme schon zum Schluss, nicht wahr? Diese Aufgabe haben wir zu entdecken, dass es auch Grundhaltungen gibt, die wir einüben müssen. Es braucht eine Umwelterziehung, eine Schöpfungserziehung, und dazu gehört eben auch dazu, dass wir Dankbarkeit haben und gut mit den Dingen umgehen. Danke Ihnen auch für dieses Stichwort, das alles zusammenhängt. Die Katharina Muhr ist ja nicht nur die stellvertretende Landesleiterin der Landjugend Steiermark, sie hängt mit Ihnen zusammen, mit der Raiffeisenfamilie. Sie war bis 31.12.2018 Schaltermitarbeiterin in einer Raiffeisenbank. Jetzt hängt sie mehr mit dem Herrn Dr. Schnurrl zusammen. Sie ist seit kurzem als Lehrerin tätig, auch als Lehrerin für Religion und Geschichte. Katharina, das Thema war
die Achtsamkeit vor der Schöpfung, der Umgang, du hast sehr viel mit jungen Menschen zu tun und hast mir auch gesagt, du glaubst, dass diese Achtsamkeit verloren gegangen ist. Genau. Ich glaube, dass ich, meine Generation und auch Ihre Generation in einer Zeit aufgewachsen worden ist, wo man wirklich von einer Wegwerfgesellschaft reden kann. Ja? Dinge, die nicht mehr funktionieren, egal was das ist, sind das Produkte, sind das Güter, aber auch Beziehungen, werden einfach weggeschmissen. Und da sehe ich das Problem und da sehen das auch meine Schüler und Schülerinnen. Uns ist einfach die Kompetenz, etwas wertzuschätzen, die Kompetenz der Wertigkeit von einem Produkt, egal ob das ein Lebensmittel ist oder ein Güter, einfach verloren gegangen. Und meine Gesellschaft und auch Ihre Gesellschaft, glaube ich, muss einfach wieder lernen, Dinge wertzuschätzen. Ja? Und meine Schüler und Schülerinnen in der Klasse sagen dann auch manchmal, ja, dieses tägliche Lebensmittel regional kaufen, das sollte eigentlich schon selbstverständlich sein fast. Die eigene Mobilität ist für meine Schülerinnen jetzt noch nicht so das Thema, da sind sie angewiesen, aber diese Gütermobilität, die sich rund um die ganze Erde dreht, ja, vielleicht eine ganz kurze Geschichte dazu. Letztes Jahr im Sommer war ich in Hamburg und Hamburg eine riesen Hafenstadt und da sind unzählig viele Güterschiffe riesengroß mit Containern und unser Reiseguide sagt dort, eigentlich im Spaß. Und da drinnen sind eure Winterstiefel und eure Winterjacken. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, erst dort ist mir dann wirklich bewusst geworden, dass wir Güter über das Ganze, über die ganze Welt verschiffen und über die ganze Welt transportieren. Und trotzdem werden so viele Ressourcen verbraucht und ich kaufe mir jedes Jahr trotzdem neue Stiefel. Und ich kaufe sie nicht beim Humanik, beim Deichmann oder sonst wo. Nein, ich kaufe sie auf der anderen Seite der Welt. Sehr selbstkritische Worte auch von dir, Katharina. Aber die Steirische Landjugend macht ja da ganz tolle Projekte zu diesem Thema Energiewende, Klimawandel, Umweltschutz. Genau, wir setzen uns jedes Jahr einen Arbeitsschwerpunkt. Heuer ist der Arbeitsschwerpunkt Lebenstraum regional genial, ganz passend zur Klimadebatte überhaupt. Ja, und heuer haben wir zwei Projekte. Das erste ist Piotopia, heißt dieses Projekt. Da arbeiten wir gemeinsam mit anderen Organisationen, mit Firmen. Wir gehen in Schulen, wir gehen in Kindergärten. Auch mit anderen Betrieben haben wir da schon gemeinsam gearbeitet und bauen gemeinsam mit ihnen Insektenhäuser, um einfach darauf hinzuweisen, die kleinsten Tiere unseres Ökosystems sind wahrscheinlich die allerwichtigsten. Und das zweite Projekt, was wir noch gerade am Laufen haben, das hat gerade seinen Höhepunkt, würde ich sagen. In der Steiermark wurden heute mit dem heutigen Datum schon 15.000 Glaswasserflaschen ausgeteilt, bei unterschiedlichen Erntedankfesten, beim Aufsteirern in Graz zum Beispiel. Und da wollen wir als Jugend einfach darauf hinweisen, Glas statt Plastik und noch viel wichtiger vielleicht die Wasserressource. Ja. Wasser als die Ressource, die wahrscheinlich auch nicht für immer verfügbar sein wird. Herzlichen Dank für die tollen Ideen und auch für die Umsetzung durch die Landjugend. Danke Ihnen beiden für das Gespräch.